Nachdem gestern zunächst viel Hoffnung in den Märkten war, dass diese geopolitischen Spannungen vielleicht sich jetzt mal ein bisschen auflockern, die Aktienmärkte zunächst positiv, dann aber doch ein veritabler Abverkauf, sodass der S&P 500 und andere US-Indizes jetzt den größten Zweitagesverlust seit März 2023 haben, also seit gut einem Jahr. Was war damals im März? Die US-Regionalbankenkrise, und damals ist ja die Fed zur Hilfe gekommen, hat die Aktienmärkte damit wieder euphorisiert. Es ging nach oben, zumal dann die Fed eben im Dezember 2023 in Gestalt von Jerome Powell sagte, ah ja, wir könnten mal über Zinssenkungen sprechen, und seitdem war die Party in vollem Gange. Aber jetzt passieren Dinge, die so in der Kombination ein bisschen unerwartet sind. Erstens diese geopolitische Eskalation zwischen Iran und Israel. Zweitens ist dieses Goldilocks-Szenario der Wall Street immer mehr angekratzt, wonach eben die Wirtschaft total solide ist, gleichzeitig aber wundersamerweise die Inflation sinkt, weswegen die Fed auch ganz entspannt die Zinsen senken kann. Das aber passiert offenkundig nicht. Vielmehr ist es so, dass die Inflation nach oben tendiert, die Kapitalmarktzinsen deswegen auch deutlich steigen. Und all das auch ist ein Misstrauensvotum, wie etwa der Anstieg bei Gold, auch gegenüber dem Willen der US-Notenbank, wirklich die Inflation zu bekämpfen. Heute Auftritt von Jerome Powell, mal sehen, was er dazu sagen hat, nachdem ja eben diese Inflationsberichte höher waren. Paul äußert sich das erste Mal nach den März-CPI-Daten, die ja wieder mal höher ausgefallen waren als erwartet. Aber kommen wir zunächst mal zum Auslöser dessen, was da gestern passiert ist. Das war eben die Meldung unter anderem im Wall Street Journal, ja. Die Israelis werden den Iran attackieren, möglicherweise innerhalb der nächsten 24 Stunden. Garland, der Verteidigungsminister, hatte eben gegenüber dem Verteidigungsminister der USA gesagt, wir haben gar keine andere Wahl, als zurückzuschlagen. Das alles natürlich nicht im Interesse der Amis, die da gerne Ruhe hätten, die ja in diesem Jahr Wahl haben. All das kommt natürlich ungelegen, aber hier sehen wir mal, da ist jetzt sogar ein bisschen Furcht in den Märkten in Reaktion auf diese geopolitischen Dinge. 41, das ist der niedrigste Stand seit November 2023 im Fear and Greed Index, und wir sehen Our Wall Panic Index at the highest levels we've seen since Q1 2023, sagte Goldman. Also da ist eine gewisse Volatilitätsnervosität da, die so groß ist wie seit dem ersten Quartal 2023 nicht mehr. Wir sehen den VIX mit diesem wieder drastischen Anstieg auf über 19. Also da ist was passiert in Sachen Wohler, aber nicht nur an den Aktienmärkten. Gucken wir uns hier mal die Cross-Asset-Benchmark-Volatility an, dann sehen wir hier nicht nur der VIX nach oben, sondern auch der MOVE, das ist die Volatilität im Anleihesektor. Dann haben wir die FX-Volatility, also die Volatilität im Devisenbereich, und der Oil-ETF-VIX, also wie stark ist die Schwankungsbreite im Öl. Und da sehen wir, das geht alles nach oben, da ist also sozusagen durchaus Bewegung am Start. Und die Aktienmärkte mit dieser Meldung, Israel könnte zurückschlagen, dann unter Druck. Und das hat nach meiner Auffassung zu Mechanik geführt. Die CTAs, also die Commodity Trading Advisor, die vorher, Vermögensverwalter, wenn man so will, die vorher Oberkante, Unterlippe und noch ein bisschen mehr komplett auf der Long-Seite investiert waren, die haben die Reißleine gezogen, oder da sind Stops gezogen worden. Dann haben wir Vol Control, Leverage Unwinds, also da sind sozusagen auch die Parameter angesprungen, wenn bei vielen Playern ist es so, die haben praktisch Algorithmen, die sagen, Mensch, Volatilität steigt zu stark an, raus jetzt, also verkaufen. Und dann haben wir diese ganzen gehebelten teilweise ETFs, all diese Geschichten sind dann zusammengekommen und haben hier zu dieser Reaktion geführt, die wir hier sehen. Fing stark an, dann bums, runter, und dann eben doch relativ dieser Rebound der Nasdaq etwa ja ziemlich dick im Plus, um dann 290 Punkte im Minus zu schließen. Das war dann von hoch zu tief eine Range von gut 500 Punkten, sieht man auch nicht so fürchterlich oft, und es ist eben der zweitgrößte oder der größte Zweitagesverlust seit dem 10. März, als damals die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist. Wir hatten da im Herbst letzten Jahres schon mal ähnliche Ausschläge nach unten.
aber die zwei Tage jetzt, gestern und vorgestern noch ein bisschen stärker, respektive gestern und dann am Freitag eben der größte Abverkauf seit März. Und das, obwohl Zero DTE Calls gekauft wurden, also die vor allem US-Privatinvestoren, aber nicht nur, die haben versucht mit Calls dagegen zu halten, mit Calls, die am selben Tag verfallen. Alleine, es hat nicht geholfen, die mussten dann in den Sack hauen, haben alle wahrscheinlich nicht unherbe Verluste realisiert. Und eins dürfen wir nicht vergessen, wir sind jetzt in der OPEX-Week, also wir haben Verfall von Optionen, also nicht der große Verfall, aber von Optionen. Morgen Mittwoch verfallen VIX-Optionen, das ist immer ein wichtiger Termin, und am Freitag dann eben Indexe, Produkte etc. Und hier auf der linken Seite sehen Sie mal den Chart, wo der größte Put-Support ist, nämlich bei 5000 Punkten. Also das wird eine wichtige Marke sein im Vorfeld jetzt dieses kleinen Verfalls. Man muss sich ja vorstellen, die Market Maker oder die Dealer, die Verkäufer dieser Option, die hatten zuletzt positives Gamma, die Märkte sind gestiegen, die mussten sich absichern, haben zum Beispiel eine Tesla-Aktie als Underlying gekauft, um sich abzusichern, weil alle Tesla-Calls gekauft haben, oder auf den S&P 500. Jetzt sind diese Dealer short, die müssen sich jetzt auf der Unterseite absichern. Das kann dann zu heftigen Bewegungen führen, obwohl wir eigentlich jetzt zumindest nach saisonalem Verlauf hier einen Tiefpunkt erreichen müssten, denn gestern war ja Tax Day, also gestern haben die Amerikaner ihre Steuern bezahlt. Vielleicht wird das helfen, aber gucken wir mal hier sehen wir, dass der S&P 500 nicht nur aus seinem Aufwärtstrend seit Ende Oktober 2023 hinausgefallen ist, sondern er hat sogar den kurzfristigen Abwärtstrend, der hier eingezeichnet ist in der oberen Grafik, den hat er nach unten verlassen. Und unten sehen wir mal den Nasdaq 60 Minuten Chart, Nasdaq, also der Nasdaq 100 genauer gesagt, der seit Ende September Pi mal Daumen in einer kompletten Seitwärtsrange war, rauf, runter, runter, rauf, runter, rauf. Und die hat er zumindest jetzt verlassen. Wir sehen also den tiefsten Stand hier seit seit zwei Monaten in etwa. Und all das ausgelöst, auch durch die Renditen. Da sind hier stehen, und wie ich schon mal sage, die Rendite ist wichtig, da muss man beachten. Und hier ist die zweijährige US-Anleiherendite, die ja stärker auf die Fed-Politik reagiert, in Richtung 5% gestiegen. Und 5% ist da vielleicht so eine Marke, wo es dann immer ein bisschen kritisch wird. Und das, was ich Ihnen hier zeige, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie können es gut sehen, das ist unten, sehen wir die sogenannte Earnings Yield, also das ist die Gewinnrendite. Da werden also die gesamten Gewinne der S&P 500 Unternehmen genommen und summiert und dann geteilt durch das Indexlevel des S&P 500. Dann bekommt man die sogenannte Earnings Yield, und die liegt derzeit bei 4,03%. Also das ist meine Gewinnrendite, wenn ich Aktien habe. Oben sehen wir aber die 10-jährige Anleiherendite. Da sind diese 4,03 als gelber Strich eingezeichnet, und wir sind da deutlich drüber. Wir sind bei über derzeit 4,6%. Mit anderen Worten, wir haben jetzt die Situation, dass der Anleihemarkt für offenkundig viele institutionelle Profi-Investoren attraktiver geworden ist. Oh, da kriege ich 4,6%. Bei einer Zweijährigen kriege ich sogar fast 5, und bei kürzer laufenden Treasuries kriege ich auch Erhebliches, oder ich kriege im Geldmarkt sehr gute Zinsen, sehr gute Renditen, und da habe ich viel weniger das Risiko wie derzeit bei Aktien aufgrund etwa der geopolitischen Situation. Und ich glaube, das ist so ein Trigger gewesen, auch der gestern so für diese Reaktion an den Märkten gesorgt hat, zumal das alle jetzt auf dem falschen Fuß erwischt, nämlich die steigenden Renditen, also die steigenden Kapitalmarktzinsen. Hier mal eine Umfrage. Am 18. Dezember 2023 der Bank of America, als die globalen Fundmanager gefragt wurden, ja, wie schaut es denn aus, wie werden sich die Renditen verhalten? Und da haben so viele wie noch nie, seit es diese Umfrage gibt, gesagt, oh, die werden fallen, ne? Weil der Jerome Powell wenige Tage vorher Zinssenkungen angedeutet hat, überraschenderweise, nachdem er kurz vorher noch gesagt hatte, nee, über Zinssenkungen sprechen wir nicht. Also waren alle
in dem Zug unterwegs, wow, die Renditen werden jetzt fallen, weil ja die Fed die Zinsen senkt und alles wird schick. Das ist also der höchste Wert von Investoren, der je erreicht wurde, mit Abstand, die überhaupt geglaubt haben, dass die Renditen eben fallen werden. Und gleichzeitig sehen wir, dass das möglicherweise überhaupt nicht passiert. Jetzt hat die Bank of America eine neue Studie rausgegeben und mal gezeigt, okay, wenn es dumm läuft, dann könnte die Inflation am Wahltag um und bei 4,8% liegen in den USA. 4,8%! Boah, das wäre natürlich der Hammer. Was müsste da passieren? Da müsste monatlich die Inflation um 0,4% steigen. Das wäre der Durchschnitt der letzten drei Monate. Oder 0,3% steigen, das wäre der Durchschnitt der letzten sechs Monate, dann wären wir immerhin bei 3,9%. So oder so, ob 3,9 oder 4,8, deutlich entfernt vom Ziel der Fed von 2%. Selbst die Whisper-Number von 3%, die manche schon sagen, naja, die werden 3% irgendwann akzeptieren, ist da noch weit weg. Und all das in einer Situation, als eben bei dieser Bank of America-Umfrage 89% gesagt haben, naja, also die Short-Term-Rates werden tiefer sein in den nächsten 12 Monaten, und über 80% haben gesagt, ja, die Inflation wird fallen. Und jetzt passiert genau das nicht, und das ist dann ein Problem, weil es viele Leute auf dem falschen Fuß erwischt. Die haben dann im Januar sich die Inflationsdaten angeschaut, ja, gut aus, dann ist der Februar auch ein bisschen höher, aber nicht viel, ja, ja, siehst du, nicht so schlimm. März dann der nächste Ausreißer, und langsam wird man dann ein bisschen nachdenklich, nachdem eben die Anleihemärkte hier deutliche Signale geben, und die Aktienmärkte haben diese Anleihemärkte komplett ignoriert, haben ignoriert, dass die Zinssenkungserwartungen deutlich fallen, haben ignoriert, dass eben die Kapitalmarktzinsen deutlich steigen und damit Geld eben teurer wird. Und irgendwann kannst du bestimmte Dinge nicht mehr ignorieren. Du kannst die Realität lange ignorieren, aber du kannst die Folgen der Realität irgendwann nicht mehr ignorieren. Und wir sind gespannt, was uns heute Jerome Powell 17:15 deutscher Zeit zu sagen hat, der mit dem kanadischen Notenbankchef Macklem sich ein Duell liefern wird oder da zumindest Fragen beantworten wird, nach eben jetzt den zuletzt doch deutlich höheren Inflationsdaten. Darf man gespannt sein, was er sagt. Die Anleihemärkte haben dagegen eine klare Botschaft. Hier sehen wir nochmal die 10-jährige Anleiherendite. Bums, hier das nach oben. Wenn dieser Aufwärtstrend sozusagen ausgespielt würde, also dass man dann an die obere Trendkanalbegrenzung kommt, dann wären wir schon so im Bereich 4,8, 4,85% unterwegs. Also da ist dann schon ein Niveau. Wir waren ja im absoluten Hoch bei 5%. Hier unten sehen wir den S&P 500, der sich darüber jetzt not amused zeigt. Und in Sachen Inflation könnte die ganze Geschichte weiter ein Problem werden. Hier sehen wir mal den Vergleich zwischen Kupfer und den Preisen beim ISM Service Business, also ISM Index Service. Und wir sehen, das divergiert ziemlich, also irgendwas stimmt da nicht, entweder muss Kupfer runter oder die Preise werden auch im Dienstleistungssektor wieder nach oben gehen. Wir haben ja gesehen jetzt zuletzt, dass vor allem im Gütersektor die Preise angezogen sind, der ja lange deflationär war. Und interessant finde ich, dass dieser Gütersektor für 49% der Corporate Earnings im S&P 500 verantwortlich ist, aber nur für 17% des BIPs in den USA steht. Also man könnte sagen, dieser Gütersektor ist deutlich übergewichtet in Relation zur ökonomischen Realität im S&P 500, und eigentlich sehen wir ja, dass sich dieser Gütersektor derzeit erholt. Globale PMIs, Manufacturing, durchaus relativ gut. Wir haben jetzt das erste Mal seit, glaube ich, 16 Monaten den ISM-Index Manufacturing in den USA gesehen, der über der 50er-Marke war, also wieder expandiert, nachdem er vorher geschrumpft war. Und hier sehen wir mal die Performance zwischen Aktienmärkten, Equities, dunkelblau, dann die Rohstoffe liegen an zweiter Stelle, konnten sich deutlich erholen, und schwach bleiben die Anleihemärkte. Und jetzt gucken wir mal rechts in diese Grafik, in welchem Zyklus sind wir. Wir waren vielleicht jetzt im Zyklus, wo die Rohstoffe steigen,
Und Aktien steigen, aber was ist, wenn wir jetzt in dieser Phase sind, wo Bonds fallen und Aktien fallen, aber Commodities, also Rohstoffe steigen, dann sind wir sozusagen an der Spitze eines Zykluses und an einem Wendepunkt. Noch ist die Frage nicht geklärt, ob wirklich die Aktienmärkte nachhaltig fallen. Bei den Anleihemärkten kann man sagen, naja, das ist schon doch ein ziemlich starker Fall jetzt gewesen seit 2022, seit die Fed die Zinsen angehoben hat. Also hier interessante Grafik, wie ich finde, wo sind wir jetzt gerade? Das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Die Chinesen haben andere Fragen, nämlich wie sie ihre BIP-Zahl vor allem manipulieren. Da passt vieles nicht zusammen. 5,3% im ersten Quartal, sagt man, 4,8% war erwartet. Okay. Das übrigens bei schrumpfenden Exporten und Importen. Okay, wie kriegt man das hin? Indem man dies zu einer politischen Zahl erklärt, die für die Bevölkerung symbolisch wichtig gehalten wird, also muss man da ein bisschen drehen. Wir sehen Industrial Production schwächer als erwartet, auch die Retail Sales schwächer als erwartet. Der Konsum in China springt nicht so richtig an. Und warum ist das so? Weil eben die Hauspreise weiter fallen und diese Hauspreise sind im Prinzip das gespeicherte Vermögen der Chinesen. 70% des Vermögens ist dort in diesen Immobilien investiert und wir sehen, wir sind jetzt wieder gefallen. Hier im März 2,7% im März ging es nach unten, also 2,7% zum Vormonat, Vorjahresmonat. Im Februar betrug der Rückgang nur 1,9% bei den Existing Home Sales sogar, Existing Home Prices, also den bestehenden Bestandsimmobilien, sogar 5,9%. Und das ist sozusagen genau das, was die Chinesen jetzt vom Konsum abhält oder viele Chinesen vom Konsum abhält. Und in Reaktion auf die eigentlich ja doch so tollen BIP-Daten aus China ist der Yuan deutlich abgewertet, respektive die chinesische Notenbank hat das zugelassen durch ihr Fixing. Also das ist interessant, auch natürlich eine Reaktion auf die verzögerte geldpolitische Wende der Fed. Das dürfte in Asien dann insgesamt Einfluss haben und die Frage ist, was macht dann die EZB? Aber hier wollte ich Ihnen nochmal den Tageschart zeigen und vor allem diese seltsame Kerze gestern, als der DAX nochmal auf 18.200 Punkte gestiegen ist, um dann diese Umkehrformation zu machen. Nun ist der DAX ja wirklich sehr, sehr stark gelaufen, hat eine Hosse absolviert, aber das müsste jetzt mal ein bisschen korrigiert werden, denke ich. Da ist natürlich viel Luft eingepreist worden in letzter Zeit und da kann es dann auch mal eben eine Korrektur geben. Es ist viel Cash an der Seitenlinie, sagt BlackRock. Also, die Aktienmärkte stehen vor einem Comeback. Wann kaufen oder wie kaufen und warum kaufen? Ne? Das erfahren Sie in diesem Artikel, den Sie gerne teilen können, über diese Social Media Buttons, die Sie da sehen, einfach draufklicken und der Goldpreis soll auf 3000 Dollar steigen, sagt die City. Und warum das so sein soll, erklären die Herrschaften eben auch. Aber dazu müssen Sie schon diesen Artikel lesen, auch gerne teilen. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.